Herzlich willkommen zu diesem Video aus meiner Reihe, die der Einführung in das Mindmapping dient. Jetzt möchte ich mich mit dem Kennzeichen, mit dem Merkmal von Mindmapping-Software beschäftigen. Wiederum mache ich das anhand einer Mindmap. Anwendungen, Apps gibt es für mehrere Betriebssysteme, Windows, Apple, Linux, Android und so weiter. Das heißt, das Mindmapping ist auf mehreren Computersystemen möglich. Und hierin kann wieder unterschieden werden, was die Kosten betrifft. Es gibt kostenpflichtige und kostenlose Mindmapping-Programme. Ich habe hier nur als Beispiel für das Betriebssystem Windows 2 kostenlose angeführt, FreeMind und FreeBrain. In einem weiteren Video werde ich dann zeigen, wie man mit FreeBrain arbeitet. In einem anderen Video habe ich schon einmal FreeMind beschrieben. Unterschieden werden können diese Programme, diese Apps hinsichtlich ihres Funktionsumfangs, also zum Beispiel inwiefern kann man hier Dateien abspeichern, wie werden sie abgespeichert, wie einfach ist es hier neue Knoten einzufügen, wie einfach ist es hier diese Mindmaps zu exportieren und so weiter. Und natürlich, ein ganz wesentlich ist hier die Benutzeroberfläche zu unterscheiden, das heißt, wie benutzerfreundlich sind diese einzelnen Oberflächen von diesen verschiedenen Mindmapping-Programmen. Ein großer Vorteil von Mindmapping-Programmen besteht sicherlich darin, dass Mindmaps sehr rasch erstellt werden können. Rasches Erstellen ist sehr wichtig, um den Gedankenfluss aufrechterhalten zu können, um die Gedanken, die man hat, rasch in das Programm einarbeiten zu können und auch dementsprechend rasch daran weiterarbeiten zu können, die Gedanken ordnen zu können. Ein positiver Punkt ist die Veränderbarkeit von Mindmaps. Wenn ich eine Mindmap einmal erstellt habe, kann ich diese Mindmap auch dann gut erweitern und verändern. Ich kann also an einem Tag etwas arbeiten, einmal darüber schlafen gewissermaßen und dann am nächsten Tag weiterarbeiten. Ein großer Pluspunkt gegenüber einer handschriftlich verfassten Mindmap ist sicherlich die Übersichtlichkeit, die gute Lesbarkeit. Weiters kann ich verschiedene Darstellungsformen wählen. Ich kann einzelne Knoten ein- und ausblenden, ich kann Begriffe einblenden und ausblenden und kann in sehr anschaulicher Art und Weise, in einer sehr gelungenen Art und Weise hoffentlich auch diese Mindmaps dann exportieren und in verschiedenen Ansichten einbringen. Ein weiterer großer Vorteil bei der Verwendung von Mindmapping-Software besteht darin, dass die Zusammenarbeit zwischen mehreren Menschen, die an einer oder mehreren Mindmaps arbeiten wollen, wesentlich erleichtert wird. Also ein leichterer Austausch ist möglich durch digitale Speicherung, Ausdrucksmöglichkeiten und natürlich auch die rasche Verfügbarkeit. Eine Mindmap kann man sehr rasch jemand anderem weiterreichen, sei es, dass man zum Beispiel eine E-Mail verschickt oder etwas in der Cloud speichert und von dort kann der andere dann auf dieses Dokument bzw. auf diese Mindmap sehr rasch zugreifen. Darüber hinaus ist es möglich, auch gemeinsam gleichzeitig an Mindmaps zu arbeiten. Wiederum über ein Netzwerk oder über die Cloud. Und ein nicht zu vergessender Vorteil ist die Möglichkeit, mit Hilfe einer Mindmap Informationen zu verlinken. Das heißt, in diese Mindmap einzubauen. So könnte man einen Link, einen Hyperlink legen, zum Beispiel zu anderen Webseiten oder auch zu Dateien, die sich zum Beispiel auf der eigenen Festplatte befinden. Und somit dann auch den Zugriff zu den eigenen, auf die eigenen Dateien zu erleichtern. Zu Dateien wie zum Beispiel Diagrammen und auch Videos.